Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Maria Walla Kanal. Ja, ich habe vorhin schon mal eine Probe gemacht mit einer super schönen, tollen Wolle. Die hat mir meine Mutti mal geschenkt. Riverside von Gründelwolle. Die ist super schön weich. Der Farbverlauf ist mega, so wie dunkler Regenbogenfarben. Keine Ahnung, wo die mal her hat, aber das ist so typisch meine Mutti. Und da habe ich hier schon mal dieses Muster, was ich euch zeigen will, angefangen. Das wird ein Loop. Es ist natürlich so, dass man das hier in der Wolle über Kamera nicht so schön sieht. Das macht so ganz zarte Knubbelchen. Sind zwei Reihen, Musterreihen, die immer wiederholt werden. Und ich muss sagen, es geht total schön von der Hand. Und es ist auch je nach Wolle, also winterlich, ist es auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausgucke, ist es alles weiß bei uns. Ja, zurück zum Muster. Das soll es sein. Dieses Buch habe ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Kurz zum Cover. Wer das wissen möchte, schaut nochmal in meine anderen Videos mit rein. Da erkläre ich das ein bisschen. Aber ja, also wer es haben möchte, soll es lieber holen, weil es ist super. Genau. Jetzt zeige ich euch mal dieses Muster. Es ist leider so, dass diese Mustersachen, die hier erklärt werden, keine Namen haben. Es ist halt einfach schön. Und zum Zeigen verwende ich hier eine Schachenmeier. Natürlich zum Schachenmeier-Buch. Das ist eine ganz einfache Polyacrylwolle. Ist schön kuschelig. Und zum Zeigen geht die wahrscheinlich besser. Hier soll verwendet werden eine 4 mm Nadel. Ich versuche aber mal eine 3,5, dass dieses Muster ein bisschen schöner rauskommt. Und ich häkle sehr locker. Das müsst ihr dann mal, wenn ihr was anfangt, entscheiden und ausprobieren, was am besten geht. Ja, nach dem Muster werden zwei Reihen immer wiederholt. Ja, und ich muss sagen, es ist einfach. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt, wo ich es ausprobiert habe. Aber es geht. Als erstes machen wir eine Luftmaschenkette mit, sagen wir mal, 14. 14 Maschen. Und dann machen wir mal los. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann machen wir zwei Luftmaschen für die Höhe. Und jetzt nach dieser Häkelschrift feste Maschen. Die werde ich jetzt erstmal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe gerade gedacht, ich habe nicht gedrückt. Wenn ihr dann, ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, haben wir ja die zwei Luftmaschen für die Höhe gemacht. Die lasst ihr frei, zählt von der Nadel zwei Maschen, zwei Luftmaschen rüber und dann fangt ihr erst an mit den festen Maschen. Das habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Wenn ihr jetzt am Ende von eurer Reihe seid, macht ihr wieder die zwei Luftmaschen für die Höhe, wendet und jetzt machen wir eine Musterreihe. Und zwar, ihr stecht hier vorne gleich ein, wie als würdet ihr eine feste Masche machen wollen, lasst aber die zwei Maschen so, macht einen Umschlag,
Stecht in die nächste feste Masche ein, hol den Faden und hab vier Schlaufen und masch die zusammen ab und eine Luftmasche obendrauf. Dann wieder das gleiche, als würdet ihr eine feste Masche machen wollen. Einstechen, Faden holen. Ihr könnt es ruhig ein bisschen locker lassen, nicht so fest, sondern ein bisschen hochziehen. Dann kommt das Muster ein bisschen schöner raus. Dann wieder Umschlag, in die nächste feste Masche einstechen, Faden holen, vier Schlaufen, Faden holen, durchziehen und eine Luftmasche obendrauf. Und das machen wir jetzt bis zum Ende. Und ich mache noch ein bisschen weiter, da könnt ihr noch ein bisschen zugucken. Genau, feste Masche, Faden holen. Ein Umschlag, Faden holen durch, zack, Luftmasche obendrauf. Das bitte nicht vergessen, die Luftmasche ist wichtig, dass das Muster einfach schöner rauskommt, dass das schöner aussieht. Genau, Faden holen, Umschlag, wieder einstechen. Bisschen hochziehen, durch, Luftmasche. Es ist natürlich auch so, je nachdem, was ihr für eine Wolle habt, sieht das Muster auch anders aus. Kommt es anders zur Geltung. Probiert es aus, weil wie ihr seht, na, ich mache jetzt erstmal noch die Reihe zu Ende. Feste Masche, also so ungefähr eine feste Masche. Faden holen. Ich hoffe, ich erkläre das wenigstens halbwegs so, dass ihr es versteht. Weil mit meinem halben Erzgebirgisch, ich hoffe, ihr versteht's. So. Genau, zack. Und am Ende, laut Häkelschrift, ist hier ein halbes Stäbchen. Ein bisschen festziehen, wieder zwei Luftmaschen und wieder wenden. Genau. Jetzt vergleichen wir das mal ein bisschen, was ich gerade gemeint habe mit den Wollorden. Man sieht, diese Schrägen, wie hier, sieht man. Aber es kommt natürlich hier anders zur Geltung. Deswegen probiert es aus, was bei euch am besten, wie es am besten aussieht. Jede Wolle ist anders. Genau. Jetzt, wenn wir das gewendet haben, in jede Masche wieder eine feste Masche. Und dann kommt wieder die Musterreihe. Und so geht es dann immer weiter. Also, es ist nicht ganz so schwer. Es geht auch schön von der Hand. Man muss auch nicht unbedingt aufpassen. Also, es geht. Genau. Eine Reihe feste Maschen. Die können doch ruhig ein bisschen fester machen. Nicht zu fest, aber ein wenig, dass das eine schöne Reihe wird. Aber ich muss feststellen, es ist wirklich sehr anders. Bin ich sehr überrascht. Aber schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Was mir gerade einfällt, wenn ihr genau solche schönen Bücher habt oder Zeitschriften, wo ihr sagt, hey, das ist so toll, ich bin so froh, dass ich es hab und schöne Anleitungen, schön erklärt, dann zeigt's ruhig, erzählt's, würde mich mal sehr interessieren, was ihr da noch so habt. Schreibt es in die Kommentare,
Finde ich klasse. Würde ich mich sehr freuen. So, jetzt sind wir am Ende. Machen wieder zwei Luftmaschen. Drehen. Ich muss noch mal ein bisschen Wolle holen. Und jetzt geht's wieder los mit unserer Musterreihe. Einstechen wie zur festen Masche. Umschlag in die nächste feste Masche. Vier Schlaufen. Faden durch. Luftmasche. Einstechen. Faden holen. Nochmal Faden holen. Einstechen. Durchziehen. Es ist toll. Also ich muss sagen, die Wolle lässt sich sehr schön verarbeiten. Finde ich schön. Ja, ich finde heute irgendwie alles schön. Ich hoffe, ihr auch. So. Genau, jetzt machen wir ja noch die Reihe zu Ende. Und dann bin ich gespannt, wenn wir es umdrehen, wie es aussieht. Weil es ist ja nochmal anders, wenn man dann beim Probestück zwei Reihen gemacht hat und denkt, und man umdreht und denkt so, ach ja, das ist es. So. Ja, sehr schön. Finde ich toll. Finde ich super. Ich halte es noch mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr es vielleicht noch mal ein bisschen schöner sehen. Also man kann ja auch aus diesem Muster alles Mögliche machen. Decken, Kissenbezüge, Loops. Ja, finde ich super. Und es war's auch schon. Wenn ihr dann zu Ende seid mit eurer Häkelarbeit, das wisst ihr wahrscheinlich, hoffentlich auch, eine stumpfe Stopfnadel für die Fäden zum dann vernähen. Ja, das war's auch schon und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet und mit dabei seid. Und wenn euch irgendwas Schönes einfällt, dann lasst es mich wissen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also dann, bis bald!